Die Spikeweeds, ja, weiß nicht. Okay. Blower ist halt gut für den Fog, aber sieht halt nicht so aus, als ob hier gleich hier Dings kommen. Fliegende. Also ich sehe hier zumindest keine Fliegenden. So. Walnut könnte noch okay sein. Chili. Squash. Und Freeze halt eben. Statt der Walnut nehme ich jetzt erstmal lieber dann so einen Repeater. Ja. Ich denke mal, wir schaffen das. Hä, wie jetzt? Gibt's hier Wasser? Ah ja, die sind hier, die haben ja hier Wasser sogar. Okay, ah. Okay, hier ist ein Pool. Ja, das stellt mich natürlich für ein Problem. Da müssen wir wohl irgendwie so geschissen kriegen, ne? Führt nichts bei rum. Ja, das ist unsere Extra Defense. Hier sehen wir es. Korrekt. Nein! Nein! Um Gottes Namen, um Gottes Willen, um... Was zum Teufel? Wieso habe ich das getan? Schande über mich. Jetzt muss ich 100 Jahre warten. Oh. Und es gibt diesen Zombies halt so einen kleinen Boost. Halt eben. Und das ist halt nicht so fein. Na toll, ey. Und die sind schon im Anmarsch, die Zombies. Hoffentlich nicht direkt ins Wasser. Platsch. Das wäre echt scheiße. Aber naja, wir haben wenigstens hier so ein Abwehr-Dings für Wasserlevel. Pool-Levels. Ach, da unten kommt er an. Okay, gut. Ob der eine das wohl geschissen kriegt? Wer weiß, ne? Also ich kann ihn ja zwei geben. Aber der isst ihn jetzt auf, oder? Ne. Ganz knapp mal eben nicht. Ey, wenn man einmal ganz am Anfang was falsch gemacht hat, ey, dann dauert das 100 Jahre, bis ihr diese komischen Pilze hier machen könnt. Macht den Fehler um Gottes Namen nicht, so wie ich. Erst überlegen und dann setzen. Das ist immer besser. So, den schafft ihr da unten ja generell. Das ist gut. Blop. Blop. So, soll ich jetzt hier dieses Lilypad hinpacken? Ja, das wäre eine Idee, oder? Soll ich das hier hinpacken? Ja. Ich pack's hier hin. So, und jetzt können wir uns gleich wieder so ein neues Ding machen. Das ist auch wunderbar. Fehlen nur noch 4 Stück, dann haben wir es. Dann ist es vorbei wieder mit Sonnenmachen. Yay, ja. So, Moment. Hier, das setze ich mal eben hin. Lilypad setze ich da hin. So. Und ich glaube, ich fange jetzt gleich auch direkt an, schon so ein... Ja, so ein Tangle hier reinzupacken. Da bin ich wenigstens schon mal geschützt für ja, gegen die ersten paar, die durchs Wasser kommen wollen. Und hey, ich habe ein Geschenk. Puzzle Mode unlocked. Play it from the main menu. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid, dass ich das unlocked habe. Aber Begeisterung sieht anders aus. So, Sunshroom, super duper, danke schön. Alter, was ist das? Was geht mal dem ab? Ach, deswegen rückwärts, oder? Ich verstehe. Dafür sind die also gut, die Teile. Mhm. Schon ein bisschen beängstigend, muss ich wirklich sagen, ja? Ich dachte so, schon so, what? Die gehen hier einfach durch und gut ist, oder was? Ey, da geht irgendwas ins Wasser rein. Ich habe da so ein Punchen gehört. So, hier kann ich auch noch so ein Ding mitpacken. Ah, da ist sogar noch ein Zombie. Mir war gerade so, als ob da jetzt irgendjemand ins Wasser gegangen ist. Ja, da war ja auch jemand im Wasser. Gut, ich packe jetzt einen Repeater hin. Und ansonsten packe ich hier so ein Ding hin. So als Schutz. Falls hier jemand auf mich lauert oder so. Damit ich ihn direkt wegmachen kann.
So. So, der eine wurde schon wieder runtergespült. Und jetzt kommt eine große Welle von Zombies ist am Anmarsch. Jetzt kommt schon wieder so einer, der hier sich irgendwo durchgräbt. Hört ihr das? Ja, Mann, der gräbt sich hier ganz tapfer durch hinten. Dieses Arschloch. Boom. Oh, boom. Ich hätte zwar dieses andere stampfende Ding benutzen können, aber irgendwie wollte ich nicht. Hat ja auch alles noch so funktioniert, irgendwie, ne? So, hier. Da-dam. Da-dam. Guck mal, du kriegst jetzt immer jeweils zwei Balls ab. Was hast du dazu, hä? Nichts mehr. Yay, wir haben einen Seestern oder sowas ähnliches. Oder eine Papaya-Frucht. Nein, was ist das für ein Ding? Starfruit. Shoot stars in 5 directions. Hört sich eigentlich gar nicht so uninteressant an, muss ich sagen. Wäre mal so ein Ding, das auszuprobieren. Wir haben hier keine Balloons, oder? Nein, keine Balloons, aber solche hier, diese kranken Mischstücke. Puffrooms nehme ich. Die nehme ich, die nehme ich. Die nehme ich, die mir nicht. Die nehme ich. Die nehme ich zum Testen. Ich brauche gar nicht so viel. Destroys a large area, leaving a crater at its wake. Nee, eigentlich nicht. Ich brauche sowas nicht, oder? Hypnoshroom makes zombie fight for you. Ich bin am Überlegen. Habe ich irgendwas jetzt total missachtet? Irgendwie fehlt mir hier irgendwas. Ich weiß nicht, was mir hier genau gerade fehlt. Irgendwas fehlt mir auf jeden Fall, ist aber jetzt irgendwie gerade völlig egal anscheinend. Ich komme nicht drauf. Sag mal, ist der Nebel jetzt noch ein Stück weiter vorne? Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Ich denke nicht, dass es mir einfach nur so vorkommt, oder? Dass der Nebel wirklich näher an uns reingekommen ist. Kann das sein? Das ist mysterious, crazy. So, die Starfruit. Ob man die wohl einfach irgendwo hinsetzen kann oder muss sie ins Wasser? Ich habe jetzt nicht genau gelesen den Tooltip oder ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das überlesen habe oder irgendwas ähnliches. Da oben kommt einer, alles klar. So, die machen wir fertig, Buddy. Mein kleiner Booty. So, hier unten packe ich so ein Ding hin. Ich habe nämlich gedacht, hier in dieser Lane, in der dritten Lane, werden wir auf jeden Fall ja, diese Teile machen. Diese Split Pea. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, das würde sich wohl lohnen, wenn ich das machen würde. Genau, und deswegen mache ich sie. Klingt doch irgendwie sogar recht plausibel. So, jetzt ist es sogar Zeit, dass ich auch endlich mal mit den Lilypads anfangen kann. So, und so ein Tangle mache ich auch mal rein. Passt ja alles. So, der ist tot. Das freut mich. Ungemein sogar. So. So, hier noch ein hin. Lilypads. Sollen wir hier noch da? Hier oben? Nee, kurz nochmal eben warten, bis wir noch so Dinge gekauft haben. So, jetzt haben wir Überschuss an Suns. Jetzt können wir das gerne machen. So, zum Glück können wir uns gleich nochmal so ein Tangle wiederholen. Damit wir die Zombies an den Meeresgrund befördern. So. Da können wir schon mal sehen. Wir sind schon fast wieder fertig mit den ganzen süßen Sonnenpilzen. Yeah, es läuft doch auf jeden Fall. So. Also ist die Frage, wo tue ich jetzt diese Split Piece jetzt genau hin? Wie mache ich das jetzt am besten? Wo fange ich an? Weiß nicht, aber ich könnte theoretisch trotzdem noch diese anderen Teile irgendwo hinpacken. So, ich packe den Split Pea einfach mal hier hin. Als nächstes gucke ich erstmal, was mir dieser Sun-Dings da whatever bringt. So, Sunshroom. Ich bin mal echt gespannt, wenn das ein Five da... Ach so, schießt das Teil. Ist das denn relativ stark? Also...
Es ist zumindest ziemlich oft. Schießt ziemlich oft, muss ich sagen. Ich habe nicht gedacht, 5 Richtungen, ey, das sieht aber echt komisch aus. Naja, wenn es so ist, dann ist es so. Ich finde es nicht schlecht, aber dann sind die ja eigentlich fast unnötig, ne? Weil die Stars schießen ja, ja, okay, schießen nicht nach vorne direkt. Aber trotzdem. Ist doch hardcore so. Geht doch voll ab. So, der wird runtergezogen, ne? Ja. Ja, muss ich mich wohl doch nochmal schützen hier. Oh, ich packe hier noch so einen Stern hin. Haben wir gleich so eine richtige Star-Army. So, hier könnte ich aber noch wieder irgendwas vollsetzen. So, da ist noch ein Platz 2 gewesen. Mitten im Nebel einfach das Zeug reinsetzen und gucken, was passiert. Ja. Wo könnte ich noch einen Sun hinsetzen? Hier packe ich noch einen Sun hin. So, ansonsten ganz am Anfang kann ich noch hier so einen Tangle reinpacken. Läuft doch! So, Huge Wave of Zombies. So, jetzt kommt auch gleich dieser andere Typ wahrscheinlich. Der sich hier durchgräbt einfach. So, und langsam fange ich die an, hier an welche zu ersetzen einfach. Nur mit so Sternenleuten. Boah, es lohnt sich doch auf jeden Fall. Ey, die Teile gehen so ab. Ich kann die Teile... Boah, ich feiere die voll. Ist ja mal richtig schmächtig hier. So, ich überlege gerade, soll ich hier noch welche austauschen? Kann ja auch machen. Hab kein Problem mit der Runde, die Runde dauert sowieso noch ein bisschen länger. Von daher ist es in Ordnung. Ach, aber hier, da kommt noch jemand jetzt nach hinten. Hier, da kommt er durchgegraben. Mein lieber Freund. So, aber der hat bestimmt einiges an Leben. Der wird ja nicht direkt krepieren, oder? Ja, aber wird er auch den zweiten auffressen? Oder wird er vorher sterben? Ne, der wird vorher sterben. Okay, dann setze ich den lieber nochmal neu hin hier. Und ansonsten tausche ich hier wieder ein paar Sterne vorne aus, ne? Ich meine, wenn ich schon die Chance dazu habe, dann mache ich das doch gerne. Ey, wo wird hier was aufgegessen? Irgendwo hier wird irgendwas gefressen, ich weiß noch nicht was. Bestimmt hier oben oder so. Hier unten meine ich eigentlich, eher gesagt. Hm. Ich kann wieder genug Sterne setzen auf jeden Fall, ja. Nur muss ich wissen, wo die ganzen Teile unterwegs sind. Nicht, dass ich hier irgendwo am Arsch der Welt irgendwas hin platziere, was nicht so gut ist. Ist hier einer? Ich glaube, hier ist einer, oder? Boah, ich sehe hier überhaupt nichts. Ich hoffe einfach nur, die fressen nicht meine lieben Sterne auf, weil die Sterne sind ja richtig OP hier. Dann brauche ich gar nicht meine 3-Peter. Weil wenn ich schon diese Sterne hier habe, ey, die weiß ich nicht. Sieht man ja, das ist hier Deluxe, Power Deluxe. Ja, hier packe ich auch irgendwo einen Stern rein, scheiß drauf. Ohne Rücksicht auf Verluste, einfach die ganzen Sterne irgendwo jetzt reinscheißen. So, hier passt noch irgendwo ein Sternchen, hier vielleicht da. Oh, da passt noch ein Stern hin. Ja, aber ich glaube, die werden gleich den Stern auf jeden Fall gleich auffressen. So einfach stelle ich es mir dann doch nicht vor. Aha, hier ist einer mit der Kohle unterwegs, alles klar. Juhu, Party! Boah, hier geht aber auch Party. Guck mal hier, der Typ hier. Der kommt schon wieder an der gleichen Stelle rein und will sich wieder an den gleichen Ding hier vergreifen. Aber wir sehen, der kriegt hier ordentlich Schaden. Aber er wird es auf jeden Fall schaffen, das Ding aufzufressen. Aber ich werde nochmal so ein Ding machen. Und ja, dann war es das auch schon für mit denen. Bock, badabab, bock. Kommt jetzt nicht... Kommt jetzt noch eine Wave, oder? Ne, kommt nicht, ne? Das ist der Letzte, der hier gleich irgendwo krepieren geht. Wo ist er denn? Hier oben? Ja, irgendwo hier oben war der. Guck mal da, wir haben einen Kürbis. Protects plants that are within a shell. Hm. Ist doch gut. Ist sowas wie, weiß ich nicht. Wie Walnuss, nur ein schöner, ne? Next level.
Was ist mit dem los? Not encountered yet. Das ist mir schon klar. Tasten ist low, medium. Medium, Speed fast, then slow. So, tunnels underground and appears on the left side of the lawn. Split P. Weakness. Was mit den Sternen? Cactus in blauer. Naja. So besonders sind die auch nicht. Close. Und jetzt gucken wir doch mal, was wir jetzt hier alles reinholen werden. Das, das, dann das. Fliegende Sachen sehe ich hier nicht. Pumpkin zum Schutz. Den Squash, den haben wir nie gebraucht. Doch, haben wir gebraucht. Klar, sicher, um den Dicken immer wegzumachen. Aber ich sehe gar keinen Dicken. Hier ist kein Dicker. Ich werde den nicht gebrauchen. Das ist hier irgendwie so eine Standardmannschaft, ne? So, ich nehme den Squash trotzdem mal mit und die Tangles nehme ich mit und den nehme ich mit. Nein, den ich nicht mit. Der lohnt sich nicht. Dann nehme ich lieber einfach nur einen Blauer mit, um zu gucken, was eigentlich abgeht, überhaupt. Den habe ich schon wieder richtig kacke geplantet. Da wollte ich ja sowieso die Sterne ja sammeln. Naja. Was will man machen? Verkackt halt. So. So, das Ding, das mache ich aber mal hier hin. Hier hin. Hört sich auch ganz witzig an, oder? Das irgendwie so auszusprechen. Hier hin. Klingt ja falsch. Ist wahrscheinlich auch falsch. Ich pflanze das hier hin. Boah, das klingt echt komisch. Muss ich sagen. So, Puffshroom. Ah, hier oben ist er unterwegs. Irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie oben kommen, irgendwie immer ziemlich hoch. Kann das sein? War letzte Runde, glaube ich, auch so. Deswegen sage ich das, glaube ich, auch so. So, ich pack das Ding hier vorne hin. Tangle Keep. Brauche ich die? Brauche ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Gerade noch nicht. Ich will erstmal hier mehr sammeln. Dann geht's hier rund. So. Jetzt wird's Zeit, dass ich die Lilypads langsamer mache. Eindeutig. So, einen kann ich schon mal hinpacken, so ein Tangle. Ist ja kein Problem. Ah, da oben ist einer mit so einem Ding über dem Kopf. Nein, das ist nicht gut. Die Teile, die wollen nicht so schnell krepieren gehen, deswegen eliminiere ich ihn einfach direkt. So, hier, tschüss. Mach's gut. So, bald kriegen wir wahrscheinlich schon einen Erwachsenenpilz. Zumindest hoffe ich das. Würde ich mal sagen, dass wir bald einen kriegen. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Eieiei, was kommt da an? Was ist das? Was macht hier so komische Geräusche? Ach, hier springt irgendwas rum, kann das sein? Tschüsschen? Alter, der jumpt einfach überall rüber, wo er kann. Was ist das denn für ein Spassi? Das finde ich ja mal gar nicht witzig. Das sollst du nicht nochmal machen, doch. Also nicht mit mir. Nee. So geht das nicht. So geht das nicht. So, wir haben zum Glück jetzt unseren ersten Stern. Jeha. Dieser Stern, der wird uns retten. In Not. Und hey, wir haben hier noch nur eine Huge Wave. Das ist, wird also eine gechillte Runde. Aber aufs Übelste. Besonders, weil unsere Pilze jetzt abgehen und ich endlich was sehen will. Hui. Ach, so sieht das hier aus. Aha. Okay. Ständig hier irgendwo im Blinden irgendwas reinzusetzen, finde ich auch langsam mal ein bisschen blöd. Um ehrlich zu sein. So. Stern, du bist mein. Ey, hört auf, alle schwimmen zu gehen. Habt ihr überhaupt schon euer Seepferdchen? Das geht nicht so weiter. So. Der ist unten. So, und ich werde auch dafür sorgen, dass er weiter unten bleibt.
Nein, 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 nein. Ey, Nebel. Was zu tun?